Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Vegan Feeling und ihr seht richtig, wir sind immer noch zu zweit und heute geht's mal um was ganz Tolles. Es gibt nämlich ein Gewinnspiel, das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, die 24 Weihnachtselfen, da haben wir mitgemacht, wir waren am 3. Dezember und das ist ausgelost worden. Genau. Und das sagen wir euch aber erst am Ende dieses Videos, denn vorher geht's um noch was ganz anderes, stimmt's Katrin? Ja, und zwar auch um ein Geschenk und auch um was Weihnachtliches. Und wir haben uns einfach was ganz Besonderes für euch überlegt. Wir wollten euch irgendwie was Schönes geben, schenken, für erstmal als Dankeschön für die letzten Monate, dass ihr uns unterstützt habt und immer zugeschaut habt. Und natürlich auch jetzt für die Weihnachtszeit, dass man vor allem gesund und munter durch die Weihnachtszeit kommt mit schönen Rohkostrezepten. Was man übrigens in Deutschland ja auch sehr gut kann, haben wir jetzt gesehen. Jetzt sind wir wieder hier so im Winter in Deutschland. Ne? Ich habe immer noch in Erinnerung, wie das sind kalt und klamm und Schnee. Ist zwar auch ein bisschen kälter, aber mit 10 Grad, finde ich, lässt sich eigentlich noch ganz gut leben. Und jetzt, wenn wir dann noch ein paar Jahre warten, haben wir vielleicht dann auch tropische Temperaturen hier. Freue ich mich schon drauf. Aber was ich eigentlich sagen wollte, so ein schöner kalter Winter ist eigentlich auch ganz schön, weil man drin sitzen kann. Es ist schön warm und man macht sich alles schön gemütlich. Und das hat doch auch was für sich. Das kennen wir. Das haben wir in Europa schon des Öfteren. So sind wir aufgewachsen. Und da finde ich irgendwie, ja, passt das auch irgendwie zu uns. Ja, also wir genießen es richtig. Heute ist ja der 4. Advent. Bei euch ist es wahrscheinlich schon Montag, Dienstag oder später. Ja, wir haben 4 Kerzen angemacht und wir haben es jetzt schön gemütlich gemacht mit Wollpullis und Decken und ja. Also es lässt sich aushalten, man muss nicht unbedingt am Strand liegen im Dezember. Ja. Und, aber wir haben heute den ganzen Tag anders rumgetüftelt und das haben wir dann auch für euch dann fertig bekommen und rausgepostet. Was ist das, Katrin? Genau, das ist unser kostenloses Weihnachts-E-Book mit großartigen, wirklich großartigen Rezepten. Erstmal von uns sind 4 dabei. Wollen wir es kurz mal zeigen, so ein bisschen? Was kann ich mal das zeigen? Am Laptop. Ja, kann ich zeigen, am Laptop. Also du kannst ja schon mal sagen, wer noch dabei ist. Genau, also wir haben halt ein paar von unseren Rohkostfreunden, Bekannten gefragt, ob sie nicht ein Rezept dazu beistellen sollen. Und es war wirklich ganz, ganz großartig, was für schöne Rezepte jetzt zusammengekommen sind. Und das einmal von der Gisela Bayer, die wir wirklich sehr bewundern, die wirklich großartige Rohkostkreationen macht. Ein Früchtebrot, dann von der Lena Del Sol, Kraftort Rohkostküche, wirklich ein wunderbares, herzhaftes Gericht. Also hier ist zum Beispiel einmal die Gisela Bayer, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann, die ist hier so in dem Buch drin und ja, der Robert zum Beispiel ist dabei vom Rohkost 1x1, der darf natürlich nicht fehlen, ne? Der ist ja auch immer mal überall dabei, ne? Kann man schon mal sehen. Ja, aber auch ein richtig schönes Rezept. Mit so, also hier haben wir auch noch die Heike, sieht man das? Die Heike ist mit dabei, kennt ihr die Heike? Oh, wir kriegen gerade einen Anruf. Anruf, der muss man warten. Und ja, genau, die Lena ist dabei und Nordisch Roh, hast du schon gesagt? Nordisch Roh, ja, auch eine große Ehre, die wir beiden mögen wir sehr gerne, beziehungsweise genau. Im Blog Nordisch Roh mit gebrannten Mandeln. Also wir wollen jetzt nicht alle schon verraten, also es sind noch ganz, ganz viele tolle Rezepte. Genau. Ladet das Buch einfach auf unserer Seite runter und probiert ein paar Rezepte aus. Das sind auf jeden Fall alles sehr, sehr gesunde, aber auch sehr leckere, süße Rezepte, die man so an Weihnachten mal ausprobieren kann. Und was ich immer noch schön finde, macht diese Rezepte nach, deswegen bringen wir sie auch raus, teilt sie, geht nach Hause in eure Familie oder wo auch immer ihr Weihnachten feiert, macht diese Rezepte nach, gebt sie euren Verwandten, Bekannten, wen auch immer und zeigt, dass gutes Essen nicht schlecht schmecken muss oder so. Macht wirklich schöner die Rezepte und zeigt den Menschen, man muss nicht irgendwie groß Ente braten oder dies machen oder das machen, man kann auch schöne, feine Rezepte machen, die richtig gut schmecken und auch gut ankommen und satt machen. Ja, und das ist ja das Schöne an den Rezepten, dass die wirklich friedvoll und tierleidfrei sind. Und das sollte doch bei das Weihnachtsfest auch sein. Es sollte um Liebe gehen und Mitgefühl und nicht, dass man irgendwie dann das größte Tier irgendwie schlachtet und auf den Tisch bringt. Also das ist, wie ihr alle wahrscheinlich auch denkt, total widersprüchlich. Und deswegen ist es doch schön, dieses E-Book kann man eben auch ausdrucken und einfach verschenken. Dann hat man schon ein schönes kleines Geschenk. Genau. Ja. Genau. Und das war unser Geschenk. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude damit und wir hoffen einfach, dass ihr macht es nachmachen, dass es euch auch so gut schmeckt wie uns. Genau, und auf jeden Fall eine wunderschöne, besinnliche Zeit. Aber jetzt geht es doch mal kurz weiter. Und zwar wollen wir noch so ein bisschen besprechen, weil wir waren ja jetzt ganz lange nicht da, was ganz viele verschiedene Gründe hat, unter anderem einfach unser Umzug und die Familienplanung natürlich. Und das Internet natürlich irgendwie 4 Wochen wirklich tatsächlich gedauert hat, bis das irgendwie mal da war. Das war der hauptsächliche Grund, sage ich jetzt mal, weil wir technisch nicht irgendwie da waren. Genau, das war der hauptsächliche Grund. Wir sind jetzt wirklich in so einem kleinen Dorf, da dauert das halt alles ein bisschen länger. Und genau, aber es war auch so, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie eine Auszeit, wir wollen uns irgendwie neu definieren, sehr neu finden und auch herausfinden, ja, warum machen wir diesen Kanal überhaupt? Wollen wir den weiterführen? Inwiefern? Wollen wir den so weiterführen, wie wir es bisher getan haben? Und
Ja, darüber haben uns viele Gedanken gemacht und wir wollen es auf jeden Fall weitermachen. Ja, wir sind zu einem Schluss gekommen. Das ist ja. Und ja, wir wollen es weitermachen und vielleicht gestalten wir so ein bisschen was um. Es geht natürlich weiterhin um Rohkost auch. Es wird auch weiterhin natürlich viele Rohkostrezepte geben, auch viel. Ich denke mal auch mehr vielleicht in Richtung Gourmet. Früher haben wir auch viel, einfach nur viel in dieses Low-Fat, High-Carb-Richtung gemacht. Und wir sehen jetzt, dass dieses Spektrum an Gourmet-Rezepten so unheimlich vielfältig ist und dass wir da viel machen wollen. Natürlich wird es auch viele Talk-Videos geben und wir haben halt gedacht, dieser Schwerpunkt Ernährung soll so ein bisschen ausgebreitet werden, dass wir sagen, wir machen viel auch jetzt in Bezug auf so alternative Lebensweisen, Themen wie zum Beispiel ja, Ökostrom, was gibt es für Alternative zu gesetzlichen Krankenkassen, genau. Wie kann man Plastik sparen und oder so Themen, die einfach so rund um die Rohkost und diese gesunde Lebensweise aufgebaut sind. Also im Großen und Ganzen könnte man eigentlich sagen, wie ein Aussteiger, der jetzt nicht irgendwo hingeht, wo irgendwie Natur ist, sondern der einfach hier in dieser hektischen Gesellschaft aussteigt und sagt, was kann ich denn tun, damit ich in dieser Gesellschaft hier, wo ich aufgewachsen bin, wo ich die ganzen Gepflogenheiten kenne, wie kann ich denn da ein bisschen nachhaltiger wirken? Und das, genau. um die Sache geht es eigentlich. Weil als wir auf unsere Weltreise gegangen sind, haben wir auch gedacht, ja, wir wollen dann in einer Lebensgemeinschaft wohnen, irgendwo in der Natur, total abgelegen, ohne Strom und ohne alles hier, Kompostulotte und nur Kompostheizung und sonst was. Und haben dann gemerkt, so weit sind wir noch nicht und das können wir noch nicht. Und merken jetzt zurück hier in Deutschland, in der Gesellschaft, was können wir dennoch tun, um irgendwie nachhaltig zu leben, wie du so gut gesagt hast. Aber jetzt, das war es eigentlich im Prinzip auch, so geht es auf jeden Fall nächstes Jahr weiter. Dieses Jahr gibt es noch ein tolles Silvester-Video von uns am 25. Ja, eigentlich an Weihnachten, aber für Silvester. Ein Rezept und ein paar Tipps, was man an Silvester machen kann. Da gibt es einen ganz tollen Geheimtipp, aber den gibt es dann erst wirklich dann dort. Genau. Und das ist eine Kollaboration mit vielen anderen YouTube-Kanälen. Unter anderem hat das Mojo D halt ins Leben gerufen. Ganz toller Kanal, unbedingt mal reinschauen. Genau. Und noch jetzt kommen wir zur Verlosung, oder? Ja, und das mit dem Twix. Ja, genau, da kommen noch weitere Videos, die geplant sind. Wir müssen ja nicht alles schon verraten. Wir hatten eine Verlosung, nämlich das Buch Die Reise nach Veganien vor einigen Wochen. Und das war kurz bevor wir aufgehört haben, Videos zu machen. Und das Buch ging an die Patricia in Berlin. Und ja, auf jeden Fall hat sie ein 2-jähriges Kind und das ist, glaube ich, da sehr gut aufgehoben. An alle anderen hoffe ich, dass sie das Buch einfach so irgendwie bekommen haben und viel Freude damit haben. Danke für eure E-Mails auf jeden Fall. Genau, und dann geht es jetzt noch um die Verlosung von dem Rohkostpaket. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das waren hier so kleine Gläser. Mit Sachen dazu. Genau. Und das ist alles hier schon in der Box fertig zum Verschicken. Genau. Und wer hat das gewonnen? Wer hat das gewonnen? Schau nochmal nach. Ich, sag du mal. April Maren. Also April Maren. Ich glaube, die heißt jetzt so auf YouTube. Wir werden sie nochmal anschreiben und dann schick uns bitte eine E-Mail mit deiner Adresse und dann verschicken wir es direkt morgen, vielleicht ist es dann Heiligabend noch da oder schon da. Ja. Genau. Dann noch das T-Shirt. Ach, das T-Shirt auch noch jemand gemacht. Genau, vom Boris Hartlebens Shop. Sunshine, stellen wir auch unten nochmal rein. Das war ein richtig cooles T-Shirt, da drauf steht Eat More Fruit. Genau. Das ist die Katrin. Genau. Ist das Katrin? Ist das? Ja, heißt Katrin. Katrin Janssen hat das gewonnen. Die über Facebook, aber schreiben wir auch nochmal an. Ja. Also, du hast das T-Shirt gewonnen. Und das sind super T-Shirts, schöner Stoff und da hast du echt ein schönes, ja, wirklich ein schönes T-Shirt im Schrank liegen und hoffentlich hast du es auch oft an. Ja, wir wollen sehen, dass es oft an. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch drei und an die Patricia, ab stimmt. Maren. Das hast du mir gesehen, dass ich da gemerkt habe, wieso drei? Ja, genau, waren nur zwei. Ja, die Patricia. Genau, herzlichen Glückwunsch und alle anderen haben wir eben das E-Book, das kann wirklich jeder kriegen, das wird nicht verlost und damit wünschen wir euch einfach ganz viel Freude und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ja, das stimmt. Ja. Kommt noch was dazu? Nee, das war's. So, also ich hoffe, ihr seid gespannt, was demnächst so folgt. Wir sind's nämlich, ab nächstem Jahr geht's wieder ein bisschen mehr los mit Videos und ab nächstes Jahr wird auch das Kind zur Welt kommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die Katrin ist ja schwanger. Genau. Und ich bin ja schon ganz gespannt, was da dann für ein Kind da auf diese Welt kommt. Da kommen natürlich dann auch ganz viele Videos über so Themen wie zum Beispiel natürliche Geburt, Hausgeburten, Stoffwindeln und was auch, wenn euch das interessiert. Wenn du jetzt dich jetzt fragst, wieso, wie kann eine Geburt unnatürlich sein oder wenn du gesagt hast, natürliche Geburt, dann musst du wieder einschalten, dann wirst du das erfahren. Genau. Ist richtig? Ja, so ist dann es. Bin ich auch gespannt, was alles so natürlich und unnatürlich ist. Genau. Und also falls wir es noch nicht erwähnt haben, unser E-Book findet ihr auf unserer Seite www.veganfeeling.de.
Wir freuen uns auf euch, auf eure Kommentare und schenkt uns ein Like und ja, wir sehen uns dann bald. Ja, sehen wir uns. Also tschüss, macht's gut. Tschüss.